Sport lebt von Persönlichkeiten und Franz Pitschmann ist eine dieser ganz besonderen Personen. Das Höttinger Urgestein feiert in der Ringen-Bundesliga beim Kampf zwischen der Kampfgemeinschaft Hötting-Hatting gegen Wolfurt Mäder sein 45-jähriges Mattenjubiläum. Zahlreiche internationale und nationale Titel begleiten den erfolgreichen Sportler, der auch in seinem letzten Bundesliga-Kampf siegreich bleibt. Überhaupt zeigen sich die Höttinger Ringer im letzten Bundesliga-Kampf von ihrer besten Seite und dürfen am Ende über einen 44:12 Sieg jubeln. Gemeinsam feiert Hötting anschließend mit bekannten Gesichtern aus dem Innsbrucker Sport das Jubiläum von Franz Pitschi Pitschmann, der seinem Höttinger Ringerverein auch weiterhin als Betreuer und Trainer zur Seite stehen wird.